Leute, ich darf endlich auch mal wieder ein Intro machen hier und weil Sebastian hat wahrscheinlich gedacht, Lungen und Atmung, also atmen kann ich, deswegen darf ich auch wieder ein Intro machen und jetzt höre ich mir mal an, wie das richtig geht mit dem Atmen. Ja, Nick hat selber gesagt, ne? Wenn wir es atmen, muss man nicht denken, dann kann er das Intro machen. Na, Spaß beiseite. Zum Glück. Ja, er hat das ja selber alles schon gelernt, ja, das muss man ja auch mal sagen. Er könnte das jetzt hier auch mal, glaube ich, erklären, oder Nick? Nee. Aber nicht mehr. Nicht mehr, aha, siehst du. Ja, egal. Also, also, Thema heute ist Lungen und Atmung. Eigentlich ja auch ein ganz aktuelles Thema. Ich glaube, da haben sich vielleicht ein paar Leute auf gewisser Weise oder in gewisser Weise auch mehr Leute mit beschäftigt. Denn wir gehen mal ganz basal vor. Also gehen mal die oberen Atemwege ab. Ja, also das haben wir damals ein bisschen beim Immunsystem ein bisschen besprochen. Aber klar, jetzt, wo wir alle mal diese Masken tragen, macht das vielleicht noch mal für den einen oder anderen noch mehr Sinn. Also wenn man sich das mal anschaut, Nase und Mund, Rachen, Bronchien, das ist im Grunde ja für uns erst einmal eine erste Immunschranke. Ja, da wird ja schon ganz viel gefiltert, gerade auch bei der Nasenatmung, aber auch in den Bronchien. Und deshalb habt ihr ja auch immer mal eher einen Schnupfen oder vielleicht auch einen grippalen Infekt in den oberen Atemwegen. Ja? Das kommt ja einfach daher, weil da einfach, sagen wir mal in Anführungszeichen, schon viel abgefangen wird und sich somit da auch viel ausbreiten kann und auch wirken kann. Zudem, und das kennen wir auch im Winter, hat das ja auch die Bedeutung, gerade auch die Nasenatmung, die Einatmungsluft anzuwärmen, anzufeuchten, sodass dann eben weitere Strukturen nicht ausgetrocknet werden oder auch ja, zu kalt werden, weil das ja auch nicht günstig ist für die Atemwege bzw. für die Atemorgane vor allen Dingen eben und dann am Ende des Tages unsere Lungen. Also was ist in den Lungen für uns eigentlich entscheidend? Weil bei uns geht es eigentlich immer um Sauerstoff. Ja? Und aber eben auch CO2, ne? Also wir verbrauchen ja Sauerstoff, daraus entsteht in den Zellen CO2 und deshalb sind für uns die Alveolen, ne? Die sogenannten Lungenbläschen von ganz großer Bedeutung. Ja, dort wird eben über die unterschiedlichen Partialdrücke, also Sauerstoff und CO2-Partialdruck, die sich wiederum unterscheiden in der Einatmungsluft und auch im Blut, wodurch dann eben so eine Diffusion entsteht und Sauerstoff ins Blut transportiert wird, beziehungsweise wie CO2 auch wieder rausgeht. Relativ, ja, das hat man, glaube ich, in der Biologie, Mittelstufe, Oberstufe gelernt, Diffusion. Achte Klasse, sagst du? Okay, ich gucke mir mal die Lehrpläne an. Vielleicht hat ja auch ein Biolehrer zu, der kann das vielleicht bestätigen. Ich habe das jetzt hier nicht nochmal aufgekritzelt. Ihr findet da aber auch ganz tolle auch Videos bei YouTube und auch Modelle. Wie sagt man, Simulation, Animation, das wollte ich sagen, wo das dargestellt wird, müsst ihr einfach mal googeln, wenn ihr euch dafür interessiert. Das konnte ich an der Tafel jetzt nie so schön zeichnen. Aber vielleicht hat das ein oder andere schon gemerkt, ich habe ganz viel Mühe gegeben, hier gleich bei der kleinen Abbildung so mit Lineal heute gearbeitet. Laura, viele Grüße, vielen Dank für den Arschtritt. Es haben ja viele kommentiert, dass wir uns mal da mehr Mühe machen sollen und versuchen wir heute auch. Dann gucken wir uns mal die Atemmechanik an. Und da ist vor allen Dingen ein Muskel wichtig. Nick, welcher ist das? Der Mund. Mund und Nase. Die bekannten Muskeln, Mund und Nase. Aber die Klappe rein, ist wieder auf und zu. Ja, genau. Über den Motor. Ja, genau, der Kiefer. Nein, natürlich das Zwerchfell. Ja, Zwerchfell ist unser Hauptatemmuskel. Und dadurch, wenn das Zwerchfell kontrahiert, können wir quasi kommt es quasi zu einer Ausbreitung der Lungen und wir können somit einatmen. Und so wie bei allen Muskeln im Grunde auch, wenn das Zwerchfell dann erschlafft, fallen die Lungenflügel in Anführungszeichen erstmal zusammen und wir atmen dann aus. Das ist es im Grunde. Bei größerer Anstrengung kommt dann auch die Atemhilfsmuskulatur, also die äußere Zwischenrippenmuskulatur, so heißt sie, zum Tragen. Das ist auch wieder etwas, was man vielleicht auch ein bisschen erkennen kann. Leute, die viel Ausdauertraining machen, haben ja auch eine entsprechende Muskulatur. Auch das erkennt man dann auch zwischen den Rippen, weil das natürlich auch immer wieder trainiert wird. Ja? Aber vor allen Dingen der Zwerchfellmuskel. Also das heißt immer Leute, die sagen so, ja, ich mache eine Bauchatmung und viel mit dem Zwerchfell und so weiter. Das passiert eh schon. Und darauf möchte ich direkt schon mal kommen, nämlich der Rhythmus. Viele fragen sich immer, ja, wie kann man denn optimal atmen? Ihr müsst euch da eigentlich keine Gedanken zu machen. Also ihr denkt euch auch nicht im Alltag dran, ein, aus, ja, sondern auch beim Sport ist es so, dass die Atmung selbstreguliert am ökonomischsten ist. Also jeder Eingriff von euch, jeder bewusste Eingriff, okay, ich atme jetzt so und so und so, macht euch eigentlich eher unökonomischer. Ganz wichtig.
Ein Beispiel, wo wir das ganz extrem erkennen, ist beim Schwimmen. Beim Schwimmen haben wir eine Atmungskopplung, ja, also eine rhythmisierte Atmungskopplung. Das heißt, wir können alle nur alle 2, 3, 4, 5 Armzüge atmen. Auch von mir aus jeden Armzug, aber dann wird es ein bisschen, da wird dann vielleicht eher schwindelig. Dementsprechend, da seht ihr, wenn ihr in die Atmung eingreift, habt ihr auf jeden Fall eher Probleme. Das ist natürlich ein Extrem. Zudem kommt noch die Ausatmung gegen den Wasserwiderstand, aber das sind jetzt andere Themen. Also macht euch nicht zu viele Gedanken über die Atmung. Versucht euch eher zu regulieren und die Atmung selber arbeiten zu lassen. Und mit zunehmender Belastung steigt die Atemfrequenz und auch Atemtiefe. Die gucken wir uns gleich mal an. Einatmungstiefe auch entsprechend an. Gut, wo war ich stehen geblieben? Also, dann ähnlich wie beim Herzminutenvolumen gibt es auch ein Atemminutenvolumen. Und das Atemminutenvolumen definiert sich als Produkt aus dem Atemzugvolumen und der Atem mal der Atemfrequenz. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, dann kann das unter Belastung, ich gehe auch gleich auf das Beispiel ein, hat man ungefähr ein Atemzugvolumen von 2,5 Litern pro Minute, also weil es eben mit 40 Atemzügen pro Minute multipliziert wird. Und somit hat man ein Atemminutenvolumen von 100 Liter pro Minute in diesem Beispiel. Das ist schon, ne, unter größerer Anstrengung schon sehr enorm. Atemfrequenzen in Ruhe liegen so zwischen 10 und 15 vielleicht, so um 12, 13 vielleicht, wird dann aber deutlich gesteigert. Und das ist auch erstmal etwas, was erst gesteigert wird. Immer, also wenn ihr anfangt, irgendeine Belastung zu machen, werdet ihr nicht erstmal tiefer atmen, sondern ihr werdet erstmal immer häufiger atmen. Und mit andauernder Belastung wird dann auch die Einatmungstiefe, das erkläre ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer, was es da für Begrifflichkeiten gibt, passt ihr dann erst an. Interessant ist auch, wenn das Atemminutenvolumen ungefähr 50 Liter pro Minute beträgt, ungefähr im Mittel, werdet ihr dann auch anfangen, nicht mehr nur durch die Nase zu atmen. Also das ist deswegen gesagt, auch zieht mich Ruben immer auf, wenn wir zusammen den Berg hochfahren. Er würde noch, Nasenatmung machen, wenn ich schon über dem Lenker hänge. Viele Grüße übrigens. Hat er auch recht, weil vielleicht braucht er noch, er braucht natürlich schon so viel Sauerstoff, aber er kann das noch ein bisschen kompensieren. Ich muss schon auf jeden Fall durch Mund und Nase atmen. Also auch das Gefühl, wenn ihr denkt, ihr atmet nur durch den Mund bei einer hohen Belastung. Stimmt nicht ganz, durch die Nase geht das auch immer mit. Könnt euch einfach mal die Nase zuhalten, werdet ihr merken, fühlt sich komisch an, weil ihr euch da was fehlt. Ist das auch der leistungslimitierende Faktor bei Ruben, dass er endlich mal mit Mund atmen kann? Achso, das sollte ich ihm sagen. Besser nicht, der ist schon über 80er VO2 Max, nicht, dass er 100 steht. Achso, ich darf auch durch den Mund. Und bevor wir dann gleich hier auf dieses schöne Schaubild gehen, eine Sache, die ich auch wieder, die häufig schon kam, irgendwie eine Frage auch in Kommentaren: Was sind eigentlich so eine Anpassung so der Lungen? Ja, ganz interessant ist erst einmal, dass im Wachstum der Brustkorb halt wächst, also je größer wird, ne, und damit auch das Lungenvolumen natürlich so ein bisschen wächst. Aber das ist vor allen Dingen erstmal definiert durch eure Gene und auch das, was ihr in der Jugend oder in der Kindheit trainiert. Ganz, ganz wichtig. Deswegen sagt man auch häufig in Long-Term Affluent Development Programmen, also in Nachwuchskonzepten im Ausdauersport, Dinge, die man in einem gewissen Alter nicht gelernt, trainiert, ausgebildet hat, angepasst hat, wird man auch später nicht sich daran anpassen können, weil im Brustkorb wird definiert im Wachstum und kann halt später kaum noch ausgeprägt werden. Ist aber vielleicht auch ein Punkt, warum Schwimmer, Ruderer im Ausdauersport, was das angeht, sehr gut vorgebildet sind. Meistens ein großes Herzminuten- und auch Atemminutenvolumen. Was passiert da aber? Also, erst einmal gibt es eine Anpassung auf der muskulären Ebene. Ja, also Zwerchfell habe ich eben schon mal gesagt, Zwischenrippenmuskulatur, also Atemhilfsmuskulatur, passt sich auf jeden Fall an. Und auch direkt die Frage, kann ich jetzt so einen Atemtrainer nehmen oder so eine, wie heißt die, Altitude Mask oder so, wo ja gar keine Höhe simuliert wird, sondern einfach nur durch die Größe, durch die man einatmet, definiert wird. Nein, Atemhilfsmuskulaturtraining ist nicht wirksam. Braucht ihr nicht. Außer ihr hattet mal einen schweren Unfall, ihr habt eine Dysfunktion eurer Atemhilfsmuskulatur oder eures Zwerchfells. Das kann mal dadurch kommen, dass ihr, wie gesagt, bei einem Unfallsturz eure Rippen sich verschoben haben, Wirbel und so weiter. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das muss man dann auch wieder ein bisschen trainieren, da muss man auch mit dem Physio zusammenarbeiten. Aber wir gehen jetzt mal vom Normalen aus, also vom normalen Zustand braucht ihr es nicht. Durch die Anpassung über mehrere Jahre im Ausdauertraining werdet ihr auch eine Anpassung der Atemhilfsmuskulatur und des Zwerchfells erreichen. Ganz klar.
Da muss es nicht separate irgendwelche Widerstandsdinge geben. Ich habe sogar mal gehört, dass sich Leute Terrabänder um den Brustkorb gebunden haben, um gegen diesen Widerstand zu atmen. Ja, okay. Lassen wir es stehen. Brauchen wir nicht kommentieren. Eine weitere Anpassung gibt es eben auf der Ebene der Alveolen. Da wird immer mal wieder diskutiert, ob sich die Dichte verändert, also die Anzahl auch. Aber was vor allem passiert, ist die Versorgung, die Blutversorgung der Alveolen und also die Kapillarisierung und somit auch eine größere Fläche des Austausches, wenn man so möchte. Also ne, ich habe eine gewisse Anzahl an Alveolen und wenn die besser an das Blutsystem, an unseren Blutkreislauf angeschlossen sind, kann ich natürlich mehr Sauerstoff ins Blut pumpen oder diffundieren und CO2 wieder rausnehmen. Was nicht passiert ist, dass die Lungen jetzt großartig größer werden. Ja, also plötzlich habe ich 7 Liter Totalkapazität meiner Lungen. Das passiert jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, all das wird schon definiert im Kinder- und Jugendalter und vor allen Dingen auch durch eure Gene. Also ich meine, der Nick ist, ne, ist 1,93, 94 groß. 93, ja. Der wird vermutlich größere Lungen haben als ich. Und ich werde größere Lungen haben als jemand, der 1,50 Meter ist. So, relativ, wobei das Verhältnis ist nicht ganz stimmt. Aber ist egal. Das ist klar, ne? Und dann hat er vielleicht auch in der Jugend viel, ist er zum Beispiel viel geschwommen, ne? Hat er einen größeren Brustkorb, ist er vielleicht aber dann im Laufen wieder schädlich. Ja. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Aber auf dem Rad ist es nicht so schädlich. Ja, aber Spaß beiseite, aber da seht ihr einfach, Kinder- und Jugendtraining ist entscheidend. Und da werdet ihr auch vorgeprägt. Und jetzt bitte nicht denken, oh nein, jetzt habe ich das im Kinder- und Jugendalter nicht gemacht, ich bin Quereinsteiger, ich werde jetzt nie wieder gut werden. Ja, ich würde aufhören. Sofort aufhören, bringt nichts, genau. Nee, da gibt es schon eine Anpassung, aber die grundsätzliche Ausrichtung ist schon vorgenommen. So. Okay, und jetzt gehen wir mal hier auf das Schaubild. Und zwar haben wir hier verschiedene Level quasi eingezeichnet. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen, Nick. Sieht man, sehr gut. Und zwar gehen wir erstmal hier in den kleinsten Bereich hier, wo diese kleine wellenartige Bewegung ist. Da befindet ihr euch gerade, wenn ihr das sieht, oder vielleicht sitzt ihr auf der Rolle, okay, aber ihr sitzt gerade auf der Couch oder wo auch immer, auf der Arbeit, im Homeoffice und ihr schaut euch gerade das Video an. Dann habt ihr ein Atemzugvolumen, was relativ klein ist, ja, was jetzt hier ungefähr ein halber Liter ist. So. Was ihr dann bei Belastung machen würdet, ne, die Frequenz würde steigen, aber eben auch die gefühlte Einatmungstiefe, das heißt das inspiratorische Reservevolumen, würdet ihr dann auch abrufen. Und das ist in dem Fall jetzt, das ist nur ein Beispiel, das ist nicht bei jedem so, wären jetzt hier 3 Liter. So, und dann atmet ihr auch tief wieder aus, weil klar ist, wie ich eben erklärt habe, wir wollen ja auch CO2 wieder ausatmen, O2 aufnehmen. Das heißt, wir haben das expiratorische Reservevolumen hier auch nochmal. So, und das ist 1,2 Liter. Und dann gibt es noch das Residualvolumen. Das ist das Volumen, das kennt ihr vielleicht vom Lungenfunktionstest, wenn ihr schon mal einen gemacht habt, was ihr nicht willentlich ausatmen könnt. Also ihr habt immer noch ein Luftgemisch, ein Gasgemisch in euren Lungen, selbst wenn ihr ganz lange, ganz tief ausatmet. Ja? Das heißt, in dem Beispiel jetzt, Totalkapazität ist jetzt, wenn man das alles summiert, 6 Liter, jetzt kommt hier die Sonne raus auf die Tafel, 6 Liter. Was ich aber davon eigentlich nur nutzen kann, sind jetzt die 4,7. Also hier inspiratorisch Volumen, Atemzugvolumen und das expiratorische Reservevolumen. So, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Es bleibt immer etwas in der Lunge zurück. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, naja, das sind jetzt die Apnoe-Taucher zum Beispiel, okay, mit Atmungstraining, tiefer Konzentration und so weiter, kann man vielleicht jetzt hier etwas verändern? Ja, mag so sein. Und man kann sicherlich auch hier dieses inspiratorische Volumen auch komplett ausreizen. Das muss man auch etwas, vielleicht, das kann man auch trainieren. Aber unter Belastung wird das eh wieder vom Körper automatisch übernommen. Und deswegen ist es vielleicht auch in Frage zu stellen, ob das für Ausdauertraining oder für Ausdauerathleten wirklich leistungsförderlich ist oder so eine Leistungsreserve sein kann. Genau. Also, Lungenvolumen an sich, erstmal ganz spannend, wie das aufgebaut worden ist oder sich aufbaut. Der Punkt ist, wir können da eigentlich nicht viel machen, außer Ausdauertraining. Also kein Atemhilfsmuskulaturtraining, keine komischen Masken anziehen, bringt alles nichts. Kein Theraband im Körper. Kein Theraband im Körper, das habe ich schon wieder vergessen. Auch kein Zugseil. Ja, ich halte dich so fest und dann musst du atmen. Ja, und eben auch nicht so dieses ganze, sagen wir mal, mentale. Im Ausdauersport vielleicht nicht so entscheidend wie jetzt im Apnoe-Tauchen, aber da gibt es auch, das ist ja ein anderes Anforderungsprofil an die ganze Geschichte. Ja? Aber es limitiert nicht am Ende eure Ausdauerleistungsfähigkeit. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen.
Das mental nur, dass man wissen muss, dass es weh tut. Da, genau, das müsst ihr in Teilen auch lernen, aber dafür sorgt ja der Höllenhund regelmäßig und dann passt es auch. Okay, also das mal als kleiner Exkurs zu Lungen und Atmung. Wir hatten ja schon Herz und Mitochondrien und so weiter. Ich habe gedacht, das wäre echt nochmal ganz spannend. Und vor allen Dingen, macht euch nicht bekloppt über Atmungsrhythmen und so weiter. Das habe ich immer wieder gelesen. Wie atme ich am besten? Macht euch da keinen Kopf, das macht der Körper schon selber. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal wie immer abonnieren, freuen wir uns mega. Und bei Fragen immer in die Kommentare. Ciao for now.